ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Welcome Friday. Herzlich willkommen Freitag. Natürlich freue ich mich auch, wenn du dabei bist und heute nicht gerade Freitag ist. Wir kümmern uns heute um unseren Rücken. Wir werden also alle Gelenke durchbewegen und wichtige Muskulatur stärken. Mach natürlich so mit, wie du dich wohlfühlst. Und ich würde gern anfangen heute mit einem Schütteln und Rütteln. Das aktiviert alle Rezeptoren innerhalb unserer Faszien und die Faszien sind unser größtes Wahrnehmungsorgan. Also wenn es mal irgendwo zwickt, dann versuch dich zu rütteln und zu schütteln und dann wird es oft schon besser. Also stell die Füße hüftschmal auf und rüttel und schüttel den ganzen Körper. Schau, dass auch dieses Rütteln hier oben im Schultergürtel, im Nacken ankommt und lass deinen Atem vor allem auch fließen. Und spür auch in deine Wirbelsäule, in deinen Rücken. Was tut sich da? Was verändert sich durch dieses Schütteln und Rütteln? Stell dir vor, du hast den ganzen Körper übersät mit kleinen Lampen, die du durch Schütteln und Rütteln anmachen kannst. Und irgendwann, wenn du den ganzen Körper durchgeschüttelt hast, dann leuchtet der Körper und dann leuchten alle Lampen. Das kannst du dir auch vorstellen, wenn du zum Beispiel im unteren Rücken eine Stelle hast, die zwickt, dann versuch die Lampen dort anzumachen, entweder durch Schütteln und Rütteln oder, mach nur weiter, durch warme Hände, die du jetzt hier am unteren Rücken abreibst. Mach das ruhig auch mal und spür, was verändert sich durch diesen sanften Druck, durch die Wärme. Da aktivierst du auch deine Faszien. Vielleicht möchtest du auch im Nacken dich massieren, die Stelle, wo du das Gefühl hast, da brauchst du es jetzt genau. Und dann bewegst du dich gleich weiter und streckst und räkelst dich in alle möglichen Richtungen, den ganzen Körper mit bewegen. Und was mir jetzt wichtig ist, dass du deine Muskulatur und die Faszien richtig streckst am Rücken. Also vielleicht auch mal in irgendeine Richtung. Bauch gehört übrigens auch dazu zum Rumpf, in Richtungen, wo du dich noch nicht so oft hingedehnt hast. Wahrnehmen, wie fühlt sich's an? Und dann nimmst du deine Beine etwas breiter in die Grätsche, lässt deine Arme wieder fallen, beugst dein rechtes Knie, lässt dabei den Oberkörper ein Stück nach links und beugst links und nimmst den Oberkörper nach rechts. Also deine Wirbelsäule bewegen, seitneigen, rechts und links im Wechsel. Denk immer wieder an deine Länge. Zieh dich am Scheitelpunkt in Richtung Decke und du bewegst dich wirklich nur seitlich. Dann kommst du wieder zur Mitte und nimmst jetzt den Oberkörper nach vorne. Mach dich rund und wenn du einatmest, stütz dich ruhig ab und heb dein Brustbein. Nochmal ausatmen, rund werden, hängen lassen. Einatmen, dich strecken. Deinem eigenen Rhythmus, deinem Tempo. Nochmal. Ein letztes Mal noch ganz rund. Aufrichten und löse wieder auf. Lass deine Arme rund um deinen Körper pendeln und jetzt aber dein Becken in der Mitte halten. Nur deine Brustwirbelsäule. Locker fallen lassen, Becken stabil, Knie etwas durchlässig. Ganz langsam zur Mitte dich einpendeln, auspendeln, Arme hängen lassen und deine Füße jetzt abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse, rechts und links. Und jetzt versuch mal, wenn du deine
eine Ferse hebst, die Fußspitze vom anderen Fuß anzuheben. Also hin und her, wie eine Wippe. Ist gar nicht so einfach. Koordination auch, aber natürlich auch Mobilisation, Fußgelenk. Im Wechsel. Sehr gut. Aktivierst auch die Venenpumpen, die Waden, die das Blut in den Körperkreislauf zurücktransportieren. Und jetzt beginne am Platz zu gehen. Arme schwingen immer noch gegengleich mit. Und ruhig höher ziehen deine Knie. So ein bisschen dein Herz-Kreislauf-System aktivieren. Jetzt versuch das Ganze dreimal und beim dritten Mal hältst du einen kurzen Moment ein Knie oben. Also starte jetzt. 1, 2 halten. 1, 2 halten. Genau. Halten. 1, 2 halten. Immer im Wechsel. Rechts und links. Balance, trainiert deine Stabilisatoren, all die Muskeln, die dich eben aufrecht halten, stabilisieren. Sobald du hier instabil stehst, wirst du selbst stabil. Also instabil stehen ist immer gut. Halte jetzt ein Bein, stopp. Richte dich auf, wenn es nicht geht, setz die Fußspitze runter. Fass deine Hände vorne, Schultern sind tief und jetzt zeichnest du eine schnelle, stehende Achter vorne. Und super, aus der Balance gebracht, halte dich entweder fest oder in deiner Hüfte, schieb dein Bein jetzt mit der Ferse nach hinten und zieh deinen Fuß wieder ran. Kraftvoll zurückschieben und kraftvoll nach vorne ziehen, Hüftgelenk mobilisieren, ist wichtig für einen gesunden Rücken. Und natürlich trainieren wir auch unsere Stabilisatoren wieder, das Bein sich aus der Mitte bewegt. Einmal noch halten und gehen. 1, 2, 3. Gott. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kurz einen Moment halten. Wir spüren, ob du schon einen Unterschied merkst, weil wir uns gerade schon stabilisiert haben. Halte jetzt das andere Bein oben. Stopp. Hände vorne fassen, Schultern tief und schnelle stehende Achter. Halte die Stabilität, die du dir jetzt erarbeitet hast. Schieb mit der Ferse zurück. Becken bleibt und du bleibst aufgerichtet und zieh wieder ran. Ferse, Fußspitze. Auch dein Fußgelenk mitbewegen. Jetzt so wackelig ist, halte dich wirklich irgendwo fest. Einmal noch kraftvoll und zurückkommen. Locker lassen, so richtig auslockern, Arme und Beine, sehr gut. Und dann bleibe hier, hüftbreit geöffnet deine Beine und setz dich nach hinten unten ab, so als wolltest du dich auf einen Stuhl absetzen. Schau mal, deine Oberschenkel sind parallel zueinander, komm tief.
so tief, wie es deine Knie zulassen. Und dann schiebst du dich aus deinem Gesäß wieder nach oben. Nochmal tief, Rücken gerade und nach oben. Gerne auch deine Arme nach vorne nehmen, Gesäß anspannen. Die Beinkraft ist wichtig für einen gesunden Rücken, denn wenn wir Dinge vom Boden aufheben aus unserer Beinkraft, dann schonen wir unseren Rücken. Also tu mal jetzt so, als wolltest du etwas vom Boden aufheben, rück deine Beine noch weiter, etwas weiter grätschen, Knie leicht nach außen, Fußspitzen leicht nach außen. Geh nur so tief, wie du im Rücken gerade bleiben kannst. Und jetzt tust du so, als würdest du etwas aufheben, ganz körpernah auf den Schrank nach oben legen, strecken. Körpernah wieder tief, schwere Dinge körpernah wieder nach oben bewegen. Nochmal. Ein letztes Mal noch. Und nach oben halten. Kurz deine Fersen heben. Spannung aufbauen. Und super. Auf die Fersen nach unten wieder auflösen. Und dich auf deinen Oberschenkeln abstützen. Bauch sanft nach innen ziehen. Eine Hand geht jetzt an die Schulter und du drehst dich nach hinten auf. Du kannst die Hand auch an den Kopf nehmen, wie es für dich geht. Komm wieder zurück und wechsel gleich die Seite. Zurück und wieder nach vorne. Nochmal wechseln, zurück. Merkst du, dass eine Seite beweglicher ist als die andere? Und jetzt versuch mal auf einer Seite zu bleiben und mit dem Ellbogen, der jetzt oben ist, ziehst du jetzt in Richtung Knie, darfst den Rücken rund werden lassen. Am besten einatmen hoch, ausatmen Rücken rund. Und zur Mitte kommen und wechseln. Andere Seite einatmen, ausatmen rund. Die Rückenmuskulatur. Einer noch. Und aufrichten, komm nach oben und lockere dich einen Moment durch. Entspanne. Darfst dich auch am Räkeln und Strecken richtig lang ziehen. Deine Füße ganz eng zusammennehmen. Könnte sein, dass es etwas wackelig ist. Löst die Arme, nimm sie zur Seite, Schultern tief, Knie etwas durchlässig und mach jetzt ganz kleine Bewegungen rechts hoch tief, links hoch tief. Spüre eine minimale Bewegung in deiner Wirbelsäule. Dann werden die kleinen Muskeln rund um deine Wirbelsäule aktiv. Diese Stabilität dir merken, halten. Hände noch einmal zu den Schultern und jetzt rechten Fuß vom Boden abheben und deinen ganzen Körper so ein kleines bisschen nach links ausatmen. Ein wieder zurück, vielleicht unten tippen
oder sogar in der Luft bleiben. Versuch's. Seitliche Rumpfkraft. Geht. Einer noch. Immer in deinem Tempo. Zur Mitte kommen, kurz lockern. Eine Seite noch. Beginne noch einmal hier mit ganz kleinen, schnellen Bewegungen. Stabilisiere deine Körpermitte. Atme weiter. Nimm dann deine Hände zu den Schultern, Knie beugen. Ausatmen zur Seite. Wieder zur Mitte ein. Noch einmal. Halten, Füße schließen, Arme locker lassen. Kurz ruhig nach vorne abstützen, rund werden. Und dann streck deine Knie und streck deinen Rücken. Spür die Dehnung über die ganze Rückseite. Beug noch einmal. Streck noch mal. Beug noch mal. Gebeugt halten, stopp, Schultern zurück, Arme nach vorne, zeig sie seitlich. Und jetzt ziehst du ganz kraftvoll deine Ellbogen nach hinten oben, kommst wieder tief. Also kraftvoll, Ellbogen am Körper vorbei, Rückenmuskulatur kräftigen. Wenn du dich herausfordern möchtest, hebst du deine Fersen ganz leicht vom Boden ab. Es muss nicht sein, kannst du auch gerne unten halten. Denk daran, deinen Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule zu halten. Letzten. Noch zwei. Letztes Mal, langsam wieder lösen, Fersen absetzen, aufrichten, lockern, Füße etwas öffnen, rechts und links, deine Arme am Körper vorbeischwingen, Oberkörper dreht mit, locker. Bleib mit den Armen oben, zieh dich lang und jetzt räkel dich, streck dich in alle Richtungen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, dein Rücken fühlt sich gut an. Also wenn es irgendwo zwickt, denk daran, streck entweder und räkel dich oder lass locker, schüttel dich so ein bisschen aus und wenn du das Gefühl hast, Druck tut dir auch gut. Mach euch die Hände warm, reibe oder klopfe sogar auch die Stelle, die es benötigt. Dann bleibst du nochmal stehen, spürst in dich hinein, fühlst du dich gut geerdet, fühlst du dich aufrecht, sind deine Knie durchlässig, ist deine Körpermitte aktiv geworden, Gesicht entspannt. Atme aus, lass die Schultern fallen, nochmal ein, hoch, nochmal aus, ein. Lass die Schultern wirklich ganz locker jetzt, entspann dich. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön.
Wenn es dir gut getan hat, ich freue mich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar unten. Dankeschön, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Natürlich auch vielen Dank. Den Link findest du übrigens unten im Video. Deine Unterstützung heißt es in den Beschreibungen unten. Kannst es jederzeit verändern, wenn du mich monatlich mit zum Beispiel 5 Euro unterstützt oder 2,50. Wenn du möchtest, empfehle mich weiter. Abonniere meinen Kanal kostenfrei. Oder wenn du noch mehr Übungen für deinen Rücken suchst, geh einfach in die Playlist Wirbelsäule auf meinem YouTube-Kanal, dann findest du noch viel mehr. Du könntest auch einfach nur Wirbelsäule Gabi Fasten in die Suchzeile von YouTube mal eingeben oder Rücken oder unterer Rücken, LWS oder BWS, oberer Rücken Gabi Fasten. Was auch immer du suchst, gib's ein, dann findest du vielleicht auch Videos, die dir gut tun. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.